Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Die Sims 3. Zur Prequel-Story der Schlümpels. Und natürlich sind wir noch mitten im Ladescreen. Dauert einen Moment. Ja. Ich kann euch jetzt schon wieder hören. Warum hast du die Ladescreen mit euch die Breite genommen? Warum hast du denn nicht ausgeschnitten? Ganz einfach. Weil ich nochmal zeigen wollte, wie lange ich hier immer sitzen darf, um für euch so eine popelige Folge zu machen. Allein schon das Laden ist ja... Na gut, es geht. Das Laden dauert ja immer schon einen Moment. Also eine Minute sind wir schon dabei. Anderthalb Minuten. Jetzt sind 2 Minuten rum. Na, wie lange brauchst du denn, bis du fertig geladen hast? Thank you.
fertig geladen. So, Fridolin macht hier einen auf König George verarme. Frikadella rennt hier draußen rum, Tränenmund wackelt ihr hinterher. Schnucki ist am Lesen, Adolf guckt in der Glotze und Kunibert starrt das leere Bücherregal an. Ja, genau. Na, Kuni, was hast du jetzt mit deiner Tochter vor? Kissenschlacht. Kunibert und Tränenmond liefern sich eine Kissenschlacht. So, wie geht's denn unseren Herrschaften hier eigentlich allen? So, Oppes. Ist die Zeitung denn schon da? Und sonst mal was nicht anders. Oppes, du fährst mal rüber zum Stadion und startest die Profisportlerkarriere. Frikadella, du wirst dich am hiesigen Orte der Gastronomiekarriere widmen. Für Kunibert brauche ich eine Staffelei und eine Gitarre. Nix da. Eine Vormarschkunstschule, genau. Und ihr auch nicht. Schnucki. Ah, wieder kein Bild. Ach, jetzt. Fridolin hat auch kein Bild. Aber das ist noch nicht geladen. Ah, da ist es noch. Jawohl. Kaufen wir unserem Kunibert mal eine Staffelei, oder stelle ich die hin? Eine Staffelei. Nehmen wir die, die ist am Schmalzen. Nehmen wir mal auf die Platz ein, keine andere. Wo haben wir denn die Holo-Staffelei? Da ist die Holo-Staffelei. Kostet das selber, oder? 550, das können wir uns leisten. So, Kunibert, du gehst mal malern. Ja. Thank you.
wir mal. Du quatsch nie mit der Vita Alto rum, du kommst nach Hause. Meine Güte, ist das hier ein heilloses Durcheinander. Ich lasse den wegschneiden. Voila!
Nix, du gehst einfach mal aufs Klo, mein Fräulein. Darko, Patchouli! Alter! Hast du? Ein Badezimmer ist zu wenig. Okay, ab unter die Dusche. Fast kein Schnippel raus, als schläft, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut und geht's hier in der nächsten Folge weiter. Bis dann! Cheerio! Gizmo? Was ist los, Dicker? Was ist denn los? Hm? Ich weiß ganz genau, wie er heißt. Ne, Gizmo? Du weißt, wie du heißt.